Da am meisten hat sich natürlich die Schallplattenfirma gefreut, dass man da, wenn man da genommen wurde, das bedeutete, dass man dann in der Woche nach der Hitparade verhältnismäßig viele Schallplatten verkauft hat. Das war also wie eine Bank. Also man verkaufte viele Schallplatten und man kriegte viele Briefe. Da war ja immer diese Adresse eingeblendet. Das war bei mir, die Schallplattenfirma. Und da kriegte man dann ein paar tausend Briefe in der Woche da drauf. Die hat dann alle meine Schwiegermutter bearbeitet. Ja, hat das sehr gefallen. Damit hat er überhaupt kein Problem. Dieter hatte ja auch Humor. Wir kannten uns ja auch schon vom Radio und von Auftritten und Galas und so. Also das war ja auch ein sehr humorvoller Mensch. Also von daher, damit hatte er gar kein Problem. Sehr schöne Effe. Damals hatte ich noch Haare und das bin ich auch natürlich gar nicht. Das ist eine Puppe. Die ist hergestellt von den Menschen, die damals Spitting Image gemacht haben in London, und wir durften die auch nur abfotografieren und mussten die dann wieder zurückschicken. Die waren da sehr eigen, und das hat trotzdem, nur das Abfotografieren hat sehr viel Geld gekostet damals. Aber meine Schallplattenfirma war sehr reich und deshalb konnte ich mir dieses tolle Cover leisten. Ja, ich glaube einfach, mit Verpackung, da ist ja heute, der Song hat ja nichts bewirkt, die Verpackungen sind ja nicht besser geworden. Also man kriegt ja heute viele Sachen immer noch nicht auf. Damals natürlich auch nicht. Und der ist mir tatsächlich eingefallen, die Idee, überhaupt so einen Song zu machen, wirklich an der Autobahnraststätte, als ich mal wieder versucht habe, diese Senfdinger da aufzumachen. Deshalb ist da auch eben Senf mit auf dem Cover. Weil die gingen immer überall auf, nur nicht da, wo man dran gezogen hat. Von daher dachte ich, jetzt musste man einen Song über Verpackung machen. Man sammelte das ja über Ideen, worüber kann ich überhaupt mal einen Song machen? Und da war dann eben Verpackung. Und dann habe ich mich in mein Studio gesetzt, vor mich hingespielt, auf der Gitarre meistens. Und dann kommen solche Zeilen wie, Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen dabei raus. Ich fand das sehr cool, weil nur ich liebe ja Texte und besonders lustige Texte logischerweise. Und die hatten plötzlich eine ganz andere Art zu texten. Und auch die Musik wurde natürlich extrem frischer und schneller und auch lustiger. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von Stefan Remmler von Trio, der ja sehr, sehr tolle Texte auch sonst nachher auch alleine geschrieben hat. Also so die Art mochte ich schon sehr. Also ich habe mich gefreut. Ich habe viele von denen lange nicht gesehen und kenne die natürlich alle auch ewig. Und das ist ja wirklich wie so ein Familientreffen heute. Und da spricht man mit jedem über andere Themen. Mit Howard Carpendale haben wir natürlich erstmal gleich über Golf gesprochen und wie unser Handicap zurzeit aussieht. Mit Heino habe ich ganz viele lustige Sachen früher gemacht. Es gibt eine Sendung, die war, damals haben die Leute gedacht, ich spinne oder Heino spinnt oder wir beide spinnen. Die haben wir, glaube ich, für die ARD gemacht. Habe ich Heino Songs gesungen und er meine. In so einer riesen Samstagabendshow. Und die Leute haben sich ja weggeschmissen, natürlich, logischerweise. Und Heino Nippel singt und Mein Gott Walter und ich habe Schwarze Barbara und was weiß ich was gesungen. Das war sehr, sehr lustig. Also die Kollegen haben ja auch alle Humor. Viele von deren Liedern habe ich in meinen Hitparaden auf meinen LPs immer durch den Kakao gezogen. Also Michael Holm zum Beispiel, der freut sich immer, wenn er mich sieht. Oder auch von Howard hier nachts, wenn alles schläft, steige ich beim Nachbarn ein, hab ich gesungen. Also wir kennen uns schon ewig. Deshalb ist das heute wirklich ein lustiges Familientreffen.